Es stand ja hier auch in der aktuellen GameStar, dass also hier, wo sie jetzt das erste Mal einen großen Test von Diablo 3 drin haben, 90 Punkte haben sie im Spiel übrigens gegeben. Das stand dann auch drin hier in der Trivia, dass das erste Team, irgendwie ein dreiköpfiges koreanisches Team, nur 5 Stunden gebraucht hat, bis sie das Spiel zum ersten Mal Heilung durchgezockt hatten. Na, diese Derwische hier. Schlimm seid ihr. So, alle weg? Ne, da unten kommen welche. Aber erstmal in Sicherheit zumindest. Oh ja, doch noch gefährlich. Na, alles nicht so cool hier gerade. Meine Kraft kehrt zurück. Sehr gut. Aber auch wieder eine Heilkugel gerade. Da, ein würdiger Gegner. Die lassen ja ab und an diese starken Viecher, lassen ja schon während man sie runterprügelt, diese Heilkugeln fallen. Was auch ziemlich cool ist. Und das hier, eine Reisemaske, auch für den Zauberer. 10 von den großen Heiltränken haben wir schon. Der Herr ist so gehässen wie boshaft. Wir müssen unseren Verstand einsetzen, um ihn zu besiegen. Belials Falschheit zieht weite Kreise. Wir müssen die Augen offen halten. Ich stimme zu. Er wird uns nicht überrumpeln können. Und jetzt sind wir hier an diesem Flügel wenigstens schon mal einmal rum. Aber hier unten geht's noch weiter. Hier ein Stück zumindest. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir dann erstmal in die Richtung hier ab. In der Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so riesig ist. Ja, jedenfalls 5 Stunden haben die wohl gebraucht. Und das ist ja... Ich glaube, ich habe ja allein für den ersten Akt 8 Stunden gebraucht. Aber die sind dann einfach nur durchgerannt. Das ist ja schon ein bisschen Panne auch irgendwie. Weil man... Ja, gut, ich meine... Wahrscheinlich gibt es denen halt was. Also Anerkennung oder fühlen sich cool dadurch. In Korea ist das ja kulturell ganz anders. Da wird man ja auch ganz anders anerkannt, wenn man gut in solchen Spielen ist. Da hat man einen viel professionelleren Anspruch als wie hier, wo man halt zockt. Ach, schau mal an, Goblin. Als hier, wo man halt einfach so aus Spaß ein bisschen zockt. Stirb! Diesmal kriege ich ihn vielleicht, hoffe ich doch mal. Ich hoffe es, dass mir hier... Ja, da ist schon ein erster blauer Gegenstand gefallen. Sehr gut. Und das Herr der Verrückten. Usai. Ich brauche mehr Mana. Der einen auch zu sich anziehen kann. Das ist die Vortex-Fähigkeit. Stirb jetzt mal endlich. Dankeschön. Können wir mehr von denen finden? Ach, frag nicht dauernd. Ich leg mir nie einen Paladin zu. Vollkommen egal, wie viel meine Freundin jammert. So, und hier bricht auch immer ein Eck ganz genau ab. Hoppla. Jetzt habe ich den blauen noch eingesammelt. Ne, Quatsch, das weiße Ding meine ich doch. Ist da irgendwas Interessantes dabei? Nicht wirklich, glaube ich. Das hier vielleicht ist ein Mojo. 5-7 Schaden, 25 maximales Mana auch nicht. Okay, sieht schlecht aus. Nochmal hier was für die Verzauberin. Da, magisches Templer-Relikt, guckt euch an. Das müssen wir schon ewig gefunden haben. 39 Vitalität und getötete Gegner gewähren plus 6 Erfahrung. Genial. Gute Idee. Kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft, gucken wir uns gleich an, was das bringt. Mit der Zeit hat die Wüste bestimmt eine Menge uralter Texte verschlungen. Es gibt viel, was die Zeit vergessen hat. Vielleicht werden wir das Glück haben, einiges davon zu entdecken. Also, das scheint ja hier jetzt schon einer zu sein, so ein Texte.
Foliant ist das ja. Und hier, das wollte ich jetzt doch mal anschauen, ganz genau. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Rüstet einen beliebigen Begleiter vollständig aus. Erledigt. Was haben wir hier überhaupt schon? Ja, noch nicht so wirklich viel. 9% haben wir. Und jetzt war hier Schluss, ganz genau. Hier sieht es so ein bisschen danach aus, als ob es hier sein könnte, was wir eigentlich suchen. Also gehen wir da jetzt einfach mal lang und gucken uns das an. Wird ja langsam Zeit, würde ich mal behaupten. Ja, die hätten sie ruhig ein bisschen bissiger machen können, diese Wachtürme. Die sind nämlich echt eine coole Idee. Und mit diesen verschiedenen Aspekten, verschiedenen Farben, die sie haben. Aber die gehen halt wirklich super leicht platt, diese Wachtürme, ne? Ich brauche mehr Mana. Brauchst du gar nicht. Brauchst mehr Eier höchstens. Und nochmal was von Kane, okay. Duriel ist Andariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Jupp. Da erinnere ich mich auch noch dran. Endgegner Akt 2 aus Diablo 2. Ah, guckst du her. Aber der sah mal überhaupt nicht aus wie Andariel. Von dem wundere ich mich gerade, dass hier von wegen Zwilling und so weiter, ne? Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung. Aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt. Verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Hm. Kranke Sau. Ich habe das übrigens gerade schon mit Absicht liegen lassen. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ach was. Was sagst du wohl? Ah, die waren immun hier gegen das Verwirren. Die kann man also nicht aufeinander drauf hetzen. Ich brauche mehr Mana. Euch gebührt Ehre. Und wieder ein Stufenaufstieg. Für Heimsuchung haben wir was Neues. Ich glaube, das haben wir doch gerade an. Ja, jawohl. Hasserfüllter Geist. Also... Und für Geistwandler, okay. Na, das war ja nicht so pralle hier, die Geistwanderfähigkeit. Die habe ich nicht viel benutzt. Aber schauen wir mal, was das kann. Das war's auch schon. Gut, dann 3 Sachen haben wir bekommen. Es wurden doch nur 2 angezeigt, oder? Also, hasserfüllter Geist auf jeden Fall, ne? Beschwört einen rachsüchtigen Geist, der sein Ziel zugrunde richtet. Na, nehmen wir. Und hier, Geistwandler, Ausflug, erhöht die Dauer von Geistwandler. Nee, danke. Ich finde den Skill bescheuert. Was für ein Kaiser würde sein Volk so leiden lassen? Das Kind ist noch jung. Er versteht seine Pflichten als Herrscher noch nicht. Ich bete, dass er dieses Verständnis bald gewinnt. Okay, und das Geistersperrfeuer probieren wir einfach mal aus. Genau, ich wollte nur sagen, das hier habe ich mit Absicht liegen lassen, da kommen wir gleich zurück. Das hier will ich jetzt nochmal schnell aufdecken. Und das bringt uns jetzt jedes Mal Mana. Wenn wir 8 guckst du an, das haben wir von auch noch stehen lassen. Das heißt, wenn wir damit viele Viecher umbringen... dann gewinnen wir da auch einiges an Mana zurück. Skelettbogenmeister. Oh.
so weit sind wir jetzt also schon, ne? Oh, ich glaube, ich gehe nochmal ein Stück zurück schnell und hol mal den Schamanen ran. Mal. Ja, gut, ein paar konnten wir jetzt gerade hier verwirren, beziehungsweise betrühren. Aber andererseits, ich bin gerade am Überlegen, ob das so eine gute Idee ist, da wir eine sehr ähnliche Fähigkeit schon haben mit der Heimsuchung. Und mir hat diese Säurewolke gerade so gut gefallen, weil man damit gerade an solchen Engstellen hier einen wirklich tollen Flächenschaden machen kann. Und genau deswegen werde ich jetzt auch wieder umwechseln. Es kommt eben doch schwer darauf an, wie sich die miteinander ergänzen, die Fähigkeiten. Und danach wähle ich jetzt dann doch mal ein bisschen aus, auch wenn ich dann vielleicht nicht jeden Skill so in seiner Gänze vorführen kann. Aber ihr werdet es mir verzeihen. Ihr verzeiht mir doch eh alles, weil ihr mich lieb habt. So. Haben wir jetzt hier eigentlich irgendwas Interessantes mal aufgesammelt? Einen Ring? Plus 4 Leben pro getötetem Gegner. Naja, für uns nicht unbedingt. Aber hier vielleicht. Auch nicht unbedingt. Aber was hier? Ein neuer Schild vielleicht. 183 Rüstung. 4 Donneneffekt und kritische Trefferchance plus 1,5. Das hört sich gut an. Das hört sich wirklich toll an. Wir haben schon viele Prüfungen überstanden. Und vor uns liegen sieht noch doch super weiter. Aus, das Schild, auf jeden es Fall. Es freut mich, dass wir sie Seite an Seite bestehen werden. Gut, und ansonsten haben wir hier nichts Interessantes mehr. Da gibt es noch einen Weg und hier, das ist jetzt aber fertig, ganz genau. Also haben wir jetzt noch einen Weg. Halt, stopp, ich wollte eigentlich... Erzähl mir doch mal was über Lektionen. Im Laufe meines Lebens habe ich mich schon oft mit den Geistern gestritten. Manchmal habe ich nicht geglaubt, dass sie meinen wahren Weg kennen. Ich verstehe nicht. Richtig. Ihr versteht nicht. Wenn die Geister und ich euch ansehen, sind wir uns einig. Wir sagen, das ist ein guter Mann. Dunkelheit ist nicht in ihm. Dunkelheit war niemals in ihm. Stellt euch den Dingen, die ihr Sünden nennt, und ich sage euch, ihr werdet nichts finden. Prüft euren Glauben und beweist, dass meine Worte falsch sind. Es wäre eine Lüge zu sagen, dass mir das nicht auch in den Sinn gekommen ist. Wäre es jedoch wahr, würde dadurch alles zunichte gemacht, wofür ich je gekämpft habe. Alles! Ha. Okay, wenn er meint. Wir holen uns jetzt hier auf jeden Fall mal einmal das Blut. Und hat er noch irgendwas zu sagen? Ne, oh, aber Magierfürst Misgen, oberste Wächter des Blutes, oh hoppla, macht doch ganz schön Schaden, diese oberste Wächter. Frisst Schaden, ach, da kann der Schamane nichts viel anrichten. Wird wohl immun sein, das Viech. Wir haben Kults Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren, und doch müssen wir vorwärts schreiten. Das hört sich interessant an. Ich bin gespannt, wie weit diese Jäger gekommen sind. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinsal durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Tja, bin immer gespannt, ob sie zurückkehren. Die
großen Übel. Aber andererseits, was wäre denn das, wenn man die wirklich final vernichten könnte? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren soll. Und wäre auch überhaupt nicht so wirklich lustig.